Wir kommen heute wieder zu einem Blick auf die aktuellen Clicker, Idle und Incremental Games. So, also als nächstes Crusaders of the Lost Idols. Heute gibt's Challenges, also beziehungsweise eine neue. Bevor ich dort mit euch reinstarte, schließe ich jetzt gerade hier mal noch die letzten Sachen ab. Aktuell ist jetzt gerade wieder, okay, erstmal gehen wir erstmal die Mission durch, dass die wieder abgeschlossen sind. Immerhin gibt es ein weiteres episches Gear, also zumindest weiß ich, dass ich glaube, der Affe war das. Schauen wir gleich mal. Genau, Monkey, Follow the Leader, hat jetzt sein letztes Gear auf Epic bekommen. Und damit ein weiterer Crusader letztlich abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt habe ich drei blaue Scrolls. Mal gucken, ob ich überhaupt noch genug blaue brauche. Also Zander hat jetzt ein weiteres Recipient und dann sollte er jetzt die anderen beiden Recipients noch bekommen. Ja, das heißt, Zander ist jetzt auch voll also alle verfügbaren Recipients wieder da. Das heißt, es sind jetzt keine blauen mehr offen. So, dann starte ich mal kurz die ganze Mission. Sie ist der neue Crusader, der jetzt im dritten Jahr von dem Prinzessinnen-Event gerade erspielt werden kann. So, die anderen, sie ist jetzt bald kurz vor dem 400er Club. Das braucht noch ein paar wenige. Und für die anderen ist da natürlich noch ein bisschen mehr zu tun. Sie ist ja gerade erst frisch dabei. So, dann können die erstmal wieder ihre Mission erledigen. So, also hier hat jetzt Mr. the Monkey sein letztes episches Gear bekommen. Was ich natürlich auch dann eben vor der Mission so vorbereitet hatte, dass die Sachen, wo ich es noch nachkaufen konnte, wobei ich glaube, er hatte sogar schon alle beide hier und es war bloß noch eins offen. So, das Craft Legendary ist jetzt auch zurückgesetzt. Das heißt, ich kann heute mit euch noch ein weiteres Achievement abschließen. Weil das, was ich heute machen will, ist einmal natürlich hier dann Masterkräfter. Mal gucken, ob es danach noch eine Stufe gibt. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, dass das sich wenigstens abschließen lässt. Es reicht schon, dass dieses ewige Grinding hier notwendig ist. Wobei es letztlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, noch Legendary Gear dort zu erzeugen. Genau, und das, was ich jetzt noch mit euch mache, ist letztlich hier, sie auszurüsten und dann dieses Best Buddies Achievement zu holen, weil ohne diese Geschichten ist das nämlich nicht möglich. Das mache ich noch, bevor ich die Challenge starte, weil ich weiß ja noch nicht, ob ich sie in der Challenge tatsächlich verwenden kann. Beziehungsweise weiß ich schon, weil es sind nämlich nur Support Crusader, also nur die mit den Herzchen sind zugelassen. Das heißt, sie kann ich dann nicht aufrufen. Also, worum geht es bei diesen drei Elementen? Das heißt, sie hat Top Half Buddies, also einen Bonus für 25% pro Human Crusader, also DPS Boni. Dann hier 50% per Animal Crusader und hier 75% per Female Crusader. Also da werde ich jetzt hier mal ein bisschen zurückgehen, damit die mich nicht ständig über den Haufen rennen und meine Königin genug Damage erzeugt, dass sie da in der Lage ist, die platt zu machen. So, dann hole ich sie jetzt mal rein. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wen ersetze ich? Am besten den da oben. So, wie sieht es jetzt aktuell aus? Also sie hat jetzt 225% schon mal für den einen, 200% für den zweiten und 450% für den dritten. Und sie soll, glaube ich, 200, 400 und 600 bekommen. Genau, 200, 400, 600. Das heißt, was im Moment noch nicht passt, sind die Animal Crusader. Das heißt, ich müsste einen Human Crusader weniger, aber das seht ihr, dann geht es schon nicht mehr auf, weil ich brauche ja mindestens, also ich kann nicht allzu viele Human Crusader rausschmeißen. Allerdings ist er ja zum Beispiel ein Ork. Das heißt, er gilt weder als Human noch als Animal. Das heißt, ihn kann ich mal austauschen, ohne den Human-Bonus zu verlieren. So, dann mal schauen. Sie ist auf jeden Fall Human, Human, Human. Ich weiß gar nicht, bist du? Ja, du bist auch Human. Und Animal. Das heißt, das ist nämlich, genau, aber er ist, glaube ich, ein Elf. Das heißt, oder ein Dwarf, er ist ein Zwerg. Er gilt also nicht als Animal, dann kann ich den mal austauschen. Und natürlich einen Human kann ich auch noch austauschen. Aber ihr seht, es wird knapp. Es geht also nicht ganz auf, weil, außer ich habe jetzt hier noch einen übersehen, der entweder Animal oder Human ist. Überlegen, wie viel müsste ich jetzt hier an Human Crusadern drin haben? Das heißt,
4, 8, 9 Human Crusader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso zähle ich jetzt nur 8? Also du bist Human Crusader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wer ist noch ein Human Crusader? So, Animals habe ich aktuell 6 Stück. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, sie gilt als... Ah, sie ist das erste Mal eine Mischung zwischen Human Crusader und Animal Crusader. Das heißt, sie gilt natürlich dann auch mit in die Zählung. So, das heißt, ich könnte jetzt zwar einen Human Crusader noch austauschen, aber die Rechnung würde nicht aufgehen. Female könnte ich wahrscheinlich noch erreichen. Mal gucken, dafür bräuchte ich noch... Ja, dafür bräuchte ich nur noch einen einzigen Female Crusader. Das heißt, wenn ich ein Animal austausche, du bist zum Beispiel weiblich, nehme ich mal dich rein. So, dann hätte ich jetzt zumindest zwei Sachen schon erfüllt. Aber das ist natürlich ein ziemlicher Malus. Mal gucken, ob ich hier nicht noch irgendeinen... Aber du bist auch wieder männlich. Mal gucken, ob ich dich dafür nehmen kann, ob du dann einen besseren Schadensbonus lieferst. Auf jeden Fall reicht es so im Moment auch noch. So, das heißt, mir fehlen jetzt noch zwei Animal Crusader und ja, ein Human Crusader, den ich austauschen kann. Schauen wir mal noch. So, du bist kein Animal. Du bist auf jeden Fall Animal Crusader. Female brauche ich ja nicht unbedingt. So, 350. Und das ist nämlich, ich gehe davon aus, dass nämlich die Ausrüstung, die sie bekommt, auf jeden Fall hier einen Bonus gibt. Und deswegen gehen wir jetzt mal in die Kisten und, beziehungsweise in, ja, gehen wir mal daran, die vier Kisten, die ich schon eingesammelt habe aufgrund der Mission und starten sie jetzt mal mit dem Gear aus und ich hoffe, dass es dann zwei, also zwei Achievements abgeschlossen wird. So, ein episches Gear hat sie auf jeden Fall bekommen. Looking Glass ebenfalls, genau, also hier Centaur Top Half Bodies Ability bei 25%, Gender Bodies bei 100% und Centaur Gender Bodies, okay, das ist das hier und hier Bottom Half Bodies, genau, also wie ich vermutet habe, werden damit diese drei Fähigkeiten gebufft, weil ohne die wäre auf jeden Fall das Achievement nicht zu erreichen gewesen. Ich mache jetzt schon mal gleich noch die Juwelenkisten auf, damit ich dann noch ein paar mehr, genau, Legendary Catalyst habe, damit wir das andere dann gleich noch kräften können. So, mal gucken, gab es irgendein neues Epic für irgendjemanden? Ne, es sind alles nur Duplicates Epics. Immerhin 13 weitere epische Materialien, gut. Genau, also Achievement anlegt, Best Buddies. Sie hat jetzt 250, 525 und 1200. Also das hat schon mal gepasst. So, die anderen Achievements, also das mit den drei Ausrüstungsslots, habt ihr gesehen, ist verschwunden. Das heißt, das hat dann auch geklappt. Mal gucken, steht hier hinten. So, die werden jetzt wahrscheinlich wieder bei der Prinzessin eingesortiert worden sein. Genau, hier ist Suncreme. So, den Centaur. Dass sie das Gear hat und genau die Princess Pool Party Tier 3 Missionen sind alle abgeschlossen und 900%. Das heißt, das ist alles erledigt und jetzt machen wir noch den Masterkräfter fertig. Dann geben wir doch ihr gleich mal, weil es ist sowieso egal, wem ich das gebe und gucken mal, was sie hier für einen Bonus bekommt. Und zwar ein 5 oder mehr Females in Information. Okay, das heißt, das wird dann nochmal gesteigert. So, das heißt, ich kann jetzt heute das kräften, also die Boni hier brauche ich jetzt nicht. Und damit, genau, Achievement Unlocked Masterkräfter. So, mal gucken, ob jetzt dort noch ein neues Achievement auftaucht. Nee, also das ist dann auch das letzte Achievement in der Liste. Dann fehlt mir hier auch nur noch dieses ewige Grind Achievement für die Mission. Mal sehen, ob ich das Spiel so lange weiterspielen werde, bis ich auch dieses abgeschlossen habe. Und
Ja, jetzt gilt es noch, das neue Feature anzuschauen. Also hier seht ihr es schon, hier ist der Challenge-Dialog. Was leider noch fehlt, ist der Shop dazu, wo ich nämlich diese Tokens, die ich verdienen kann, wieder ausgeben kann. So, die Next Challenge ist in 5 Tagen und die aktuelle läuft noch bis Donnerstag. Steht es dir eigentlich? Hier steht es jetzt nicht, aber in den FAQs steht es auf jeden Fall auch mit drin. Das letztlich jeweils von, ich glaube, Dienstag bis Donnerstag, also so unter der Woche, läuft dieses Challenge. Und man kann das nur einmal machen pro Woche. Und dazu muss ich aber jetzt erstmal die Mission resetten, damit ich das auch mit euch starten kann. Es ist jetzt keine besondere Herausforderung, leider. Genau, also es erscheint dann überhalb von den normalen Kampagnen, unterhalb von der aktuellen ja, besonderen Kampagne, die befristet da ist. Und ihr seht, ich habe jetzt nur noch 7 Stunden, um das zu absolvieren. Und diesmal ist es so, ja, die einzige Einschränkung ist eben, dass ich diesmal nur Support Crusaders verwenden kann. Beim letzten Mal durfte ich nur magische Crusader verwenden. Und die Formationen unterscheiden sich auch. Ich glaube, beim letzten Mal war Idle's Tool of Time, oder? Nee, Moment. Es kann auch sein, dass es eine von den anderen. Auf jeden Fall ist es dann eben, also die war es dann mit Sicherheit nicht, weil die ist ja jetzt schon wieder dran. Weil entweder war es Idle's Tool of Time oder Ready Player 2. Eine von diesen beiden Formationen ist jedenfalls verwendet worden. Das heißt, die Mission, also die Formation ist ja zufällig und dann eben die Einschränkung. Ich weiß nicht, ob es nur dabei bleibt, dass letztlich immer nur eine Einschränkung auf einen bestimmten Crusader-Typ stattfindet oder ob die Restriktionen auch noch komplexer werden und in der Hinsicht dann auch letztlich spannender. Weil natürlich mit den Crusadern, die ich jetzt alle schon freigespielt habe, beziehungsweise da ich ja alle zur Verfügung habe, die möglich sind, habe ich auch eine ziemlich große Auswahl. Das heißt, für mich ist es jetzt keine große Herausforderung, hier einfach die Formation voll zu bekommen. Natürlich kann man dann am Ende noch mal ein bisschen optimieren und gucken, okay, welche Crusader lohnen sich jetzt noch, um die DPS zu maximieren. Aber selbst das hält sich eher in Grenzen. Weil im Moment ist es so, mein Eindruck war jetzt, ihr seht es auch hier in dem Ergebnis, das heißt, ich bin bis knapp unter 1000 gekommen und im Schnitt gab es etwa 10 Tokens pro 100 Level. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es am Anfang ein bisschen langsamer ist, dass man am Anfang weniger bekommt und später das ein bisschen mehr geworden ist, weswegen es dann etwa auf den Schnitt kommt. Aber so Pi mal Daumen, wenn ihr 100 Level schafft, bekommt ihr halt dann 10 Token. Also ein Level pro 10, Quatsch, ein Token je 10 Level ist etwa dann die Quote. Soweit diese Beschränkungen letztlich so einfach bleiben, dass es nur auf einen bestimmten Crusader-Typ ja, die Auswahl dann begrenzt wird. Es ist eigentlich so, dass jetzt diese Challenges keine großen Herausforderungen darstellen, weil ich selektiere einfach diejenigen, die möglich sind, gucke mir halt dann in den Formationen, wenn ich meine Standard-Crusader nicht nutzen kann, dann wähle ich mir halt irgendeinen anderen aus, der hoffentlich in dem Slot zumindest verfügbar ist. Weil die einzige Schwierigkeit ist, wenn ich in so einem Slot tatsächlich gar keine drin haben sollte, die zulässig sind, dann kriege ich nämlich kann ich den nicht aufleveln und dann kriege ich natürlich für den am Ende auch keine Idols. Insofern ist das dann ein bisschen schade. Aber soweit zumindest einer in dem Slot, das ist bei den magischen schwieriger gewesen. Also zum Beispiel hier, also die magischen wären, mal gucken, der hier ist zum Beispiel, nee, der ist keiner. Genau, die hatten auch alle keinen. Deswegen, also hier seht ihr, da gab es ganz, ganz viele Slots, die letztlich, also das hier, das zweite Symbol, was bei ihr aktiv ist, also bei ihr, das zweite Symbol ist letztlich genau dieses magische Symbol und das waren die, die beim letzten Mal eben nur zulässig waren. Was natürlich in dem Fall ideal war, weil ich damit meine DPS-Dame, okay, die ist jetzt noch nicht verfügbar, aber mal gucken, hier kann ich sie auf jeden Fall zeigen. Genau, also die Shadow Queen, die ist im Moment mein primärer DPS-Marker oder DPS-Maker, auch wenn ich dann ihren Helfer, womit sie dann nochmal den Bonus bekommt, nicht aktivieren konnte. Also, weil in Kombination natürlich hier mit Jason, Master of Shadows, macht sie natürlich nochmal mehr Schaden, den ich dann aber nicht verwenden konnte. Aber trotzdem hat es eben gereicht, einfach so bis Level 100, bis Level 1000 spielen zu können.
Also ich hoffe zumindest, dass die Mechanik, die sie dort jetzt mit diesen Challenges eingeführt haben, noch ein bisschen fordernder wird, dass es tatsächlich ein bisschen schwieriger oder komplexer wird, hier irgendwie die Crusader zu kombinieren und laufen zu lassen. Aber ja, mal schauen. Vor allen Dingen natürlich am Ende ist auch entscheidend, was tatsächlich der Shop bringen wird. Weil solange eigentlich unklar ist, wie viel Tokens ich wofür ausgeben muss, ist auch noch nicht klar, wie wichtig ist es hier tatsächlich zu pushen, meinetwegen noch 5 Tokens mehr zu bekommen. Und dann ist eben die Frage, ist das wirklich ein Spielelement, das ich für ja eher so Endgame-mäßig richte? Das heißt, die, die schon alles haben, haben damit eine neue Herausforderung, oder ist es nur eine zusätzliche Mechanik, die auch gerade für Neueinsteiger so einen Bonus geben soll, mit dem die dann Sachen freispielen können? Das heißt zum Beispiel, mal angenommen, der Shop bietet Möglichkeiten, dann Crusader schneller freizuschalten und nicht über langwierige Missionen, die nur einmal pro Woche oder sowas auftauchen, dann ist es natürlich eher etwas, was sich lohnt für neue Spieler, als wirklich das, ja, bestehende Spieler, die eigentlich schon alles freigespielt haben, dort irgendeine Relevanz hätten. Also mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall noch spannend um dieses Feature, wie motivierend und wie weit ist das Spiel tatsächlich sinnvoll noch erweitert. So, die lasse ich jetzt erstmal alleine hier weiter rumwuseln. Das Einstellen kann ich später machen und ich wechsle dann jetzt zum nächsten Spiel.